Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Sonntagsfahrer. Wir befinden uns hier auf der Great Western Express Route von Great Western Railway. Wir, das sind der Lavan und ich, der Seidenspinner. Hallo. Und wir fahren uns wieder entgegen. Warum ist denn das jetzt hier wieder so affig, glaube ich? Jetzt muss ich ja wieder mit Game alles wieder umändern. So. Wir fahren uns wieder entgegen, diesmal mit einer Class 166. Ich glaube, das war GWG, wenn ich mich richtig erinnere. Oh Gott, ich bin jetzt reingekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo deine hinfährt. Ich fahre nach London Paddington. Genau, du fährst nach London Paddington. Da, wo du jetzt herkommst. Genau. Und ich fahre den 1W00 London Paddington nach Oxford. Also, ja. so viele Tasten wieder hier. Die Tür können wir wieder zumachen. Wir können aber trotzdem wieder ausstehen. Dann hier oben DSD. Das auch war. Also, deswegen glaube ich, dann regeln wir das. Genau, perfekt. Dann warten wir auch noch, bis wir losfahren können. Ich bin schon gerade schon abgefahren, war wieder ein bisschen zu spät. Ich habe gerade noch erst die Tür noch gemacht. Ich bin mir dann eigentlich, ich musste die Tür gerade auch mal, ich konnte direkt abfahren. Hätte ja, da eine schöne Parallelausfahrt gehabt mit dem Fernverkehrszug. Aber dafür war ich leider etwas zu spät. Ich musste überraschenderweise meine Türen auch nicht aufmachen. Die waren, sind aber auch zu. Ich musste sie weder auf noch zumachen. Irgendwie ganz komisch. Warum sollten Leute mit der Bahn fahren? Corona-Time ist halt, fährt jetzt keiner mit der Bahn. Gut, dann können wir ja loslegen. Können wir die Tür noch gleich zulassen? Dann machen wir los. Ich weiß gar nicht, ob du öfter hältst als ich. Ich halt glaube, du hattest ja. Ich halte nur zweimal, glaube ich, nämlich nur. Also. Also, ich halte jetzt das nächste Mal schon den Timey fort. Oder. Wie schreibt man Tyree? Ja, würde ich sagen. T-W-Y auf Englisch. Tyree Sport. Ja. Auf jeden Fall. Dort halte ich schon das nächste Mal. Das heißt, ich habe. Sind aber auch 6,3 Kilometer. Also es scheint jetzt auch nicht hier so eine S-Bahn zu sein. Aber ich glaube, so kurz hinter Reading. Ja, ist doch gar nicht so viele Stationen. Ich habe 18 Meilen noch bis nach Slow. Wird eine entspannte Tour, aber das ist, ist ja auch nicht verkehrt. Die Tour wird relativ slow. Wow. Ich bin ja gespannt, ob wir uns auch dort in der Nähe treffen. Kommt ja ungefähr hin, also. Ja. Du hältst aber nicht in Ivyford, ne? In wo? Ivyford? Nee, ich halte nur in Slow und in Reading. Wo dann die Endstation ist. Nee, das heißt, Reading ist ja dann eine Endstation. Ja. Das ist die Endstation, das ist richtig. Also ich vermute mal, dass wir uns so um Slow herum möglicherweise treffen. Ich meine, ich bin losgefahren um 8.21 Uhr. Ich komme am Ende an 31 Minuten, nachdem ich losgefahren bin, komme ich an, am Endhaltepunkt. Von daher schätze ich mal, dass wir uns ungefähr dort treffen. Das sind 16 Minuten. Könnte gut sein. Dann. Also echt, der Zug ist so leise, es ist unglaublich. Ich habe hier vorhin meine Lautstärke aufgedreht, ich höre nichts vom Zug. Ich habe die schon relativ runtergedreht vorhin beim Audiotest, aber... So leise. Ja. Man hört etwas vom Zug. Das ist, Ich finde es irgendwie relativ unrealistisch für diese Triebwagen. Ist normal, mehr oder weniger. Nee. Wenn du über die, selbst die moderneren DBs, die ja, also, Triebwagen hast. Also das Ding ist doch auch aus den 90ern oder so. Guck mal, das ist doch kein. Oder? Also normal in dem Sinne, dass es, schon immer so war. Das meine ich damit. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen unrealistisch dargestellt, aber ich weiß nicht.
Ich wollte gerade sagen, ich bin bisher noch nicht in Großbritannien Zug gefahren, bin ich aber schon mal. Aha, ist nur lang her. Ich fände es ehrlich gesagt auch ein bisschen angenehmer, wenn man, also wenn man halt wirklich, wenn der halt deutlich zu kämpfen hat, sag ich mal, wenn da die Rauchschwaden nur nach oben steigen, dass er halt dann, dass man den halt dann deutlich mehr hört, den Motor. So wenn er quasi nur vor sich hin rollt, das ist, finde ich es gar nicht mal so schlimm, weil dann hört man halt nur das Klack-Klack der Räder, aber ja. Jetzt wollen wir mal gucken, wie gut er bremst. Ach, nicht bremsen, bremsen. Ja, jetzt geht es wieder Notbremse, wollte ich eigentlich gar nicht. Oh, Notbremse, Bremsen, das habe ich Oh, hier war schon. neulich sehr gerne gemacht in Rapid Transit. Da habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Mal muss ich mit der Notbremse im Regen halten, weil ansonsten, also ich bin so weit teilweise den Bahnhof verfehlt. Keine Ahnung, da hätte noch Passagieren an A380 hätten noch zwischenlanden können, zwischen mir und dem Bahnsteig. Ich musste gerade nicht mit Notbremse eigentlich bremsen. Ich habe so aus, bin zwar mal ein bisschen in die Notbremse reingerutscht. Ah, okay. Bisschen Ich verstehe. heftig. Aber alles gut. Gut gehalten. Ich glaube 8 Meter vor oder so, aber man muss sich jetzt so ein bisschen mal rantasten. Der Zug bremst relativ gut. Das kann ich so viel, kann ich schon mal sagen. Können ja einmal hier. Gibt es sowas auch einen Betriebsblick in. Gibt's auch hier einmal rausgucken, ob alle vernünftig einsteigen. Schöner Bahnhof. Pfeifen ist immer sehr schön in Aufnahmen. Ich sollte sowas lassen. Ja, es war schon ein cleares Pfeifen, also das muss man schon sagen. Also, das kam alles an. Also, würde ich mal Ich behaupten. habe mir das ist auch einer meiner größten Errungenschaften, sage ich immer. Ich habe mir das Pfeifen nämlich selber beigebracht, weil ich früher echt nicht pfeifen konnte. Ich Und dachte es ist jetzt. wirklich lange probiert, mit so Lippenspannung aufzubauen, weil da hatte ich immer Probleme mit. Einer meiner größten, also es steht auch in jedem Lebenslauf, Pfeifen selbst beigebracht. Oh, hier ist da kein So. Bahnsteig. Hupen war unnötig. Never mind. Muss man pupen in den Bahnsteig? Oder Nee. pfeifen? Also, Wo wir beim keine Thema Ahnung. sind? Also, ich sag mal so, ich hab mal. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn abonniert habe. Ich glaube nicht. Von so einem britischen Trainspotter. Und da. Der stand halt meistens halt. Oder häufig. Oder fast immer, wenn er da irgendwo in welchen Bahnhöfen war. Und dann da Züge gefilmt hat, haben sie halt gehupt. Das kann natürlich daran liegen, weil es Nicht grüßen wollten. weil es in dem Abschnitt, sag ich mal, also in dem, wie kann man es denn, in dem Operator-Bezirk, dass man halt dort halt sich so gesehen kennt oder dass man halt dort die Trainspotter kennt und halt so gesehen eine Art Familie ist, so nach dem Motto: Ihr liebt Züge, wir lieben Züge und wir fahren Züge und dann können wir auch mal hupen, wenn ihr filmt. Also weiß ich nicht, ob das jetzt daran lag oder so. Also es ist mir nur halt so aufgefallen, sag ich mal, dass halt häufig gehupt wurde. Also kann man natürlich nicht sagen, ob es halt immer gemacht wird in Bahnhöfen, wenn da irgendwie mal so ein besonderer Zug oder ein Güterzug lang fährt, aber. Wenn mal der Dingsbums vorbeifährt, wie heißt er denn? Scottish. Der berühmte schottische Zug. Den ist wahrscheinlich auch bald nochmal ein Video zum. The Flying Scotchman? Genau, Flying Scotsman. Oh, Scotsman. Flying Scotsman. Hoppla. Ja, es ist eine schöne Dampflocken. Also. Ja, da kommt wahrscheinlich auch mal ein Video. Das sollte eigentlich schon früher kommen, aber dank meines genialen Aufnahmeprogramms kommt es wahrscheinlich ein bisschen später, wo ich mit einem Auto gegen den Zug fahre. Das wird auch interessant. Aber dazu müsst ihr halt auf meinem Kanal vorbeigucken und nicht auf den anderen Kanälen. Auf deinem Kanal. Auf deinem Kanal wieder ein bisschen dissen. Auf den guten Kanälen vorbeischauen, wenn ich mal so schön sage. Ja, bei mir gibt es ja nur sowas wie Truck Simulator oder City Building Simulator oder was weiß ich Simulator.
Ja, auch. Größtenteils. Ja. Das jetzt, das angesprochene Video jetzt nicht, aber größtenteils ja schon. So, 7,2. Ich hätte das nächste Mal an Maidenhead. Okay. Maidenhead, ja. Also ungefähr, glaube ich, ein Viertel der gesamten Route, wenn ich es gerade eben so richtig überschlagen habe. Ungefähr, oder ein Drittel, keine Ahnung, weiß nicht genau. Du hättest auch einen Maidenhead, ne? Nee, ich halte nur zweimal. Also ich habe eigentlich im prinzipiell halte ich eigentlich nur... Ja gut, eigentlich kann man das nicht sagen, weil ich fahre ja eigentlich nach Reading noch weiter. Du hältst ja einen Slow. Ich denke mal, ich halte auch einen Slow. Könnte ich doch auch sehen über ein Timetable oder so, ne? Aber da halte ich die Zeit an. Ich lasse mich überraschen. Ja, ich bin in 9,7 Meilen da, also ja. In ungefähr, ich hab ungefähr 15 Kilometer noch vor mir. Also ich habe noch ungefähr 15 Kilometer vor mir. Ich habe 5 noch bis Maidenhead. Okay. Und danach müsste ich schauen, ob ich dann den Slow halte. Ich denke mal schon. Könnte gut sein. Ich habe endlich mal die 90 erreicht. Und ich darf 125 fahren. Vielleicht schaffen wir uns ja heute sogar mal einigermaßen realistisch zu sehen. Das wäre nicht schlecht. Das würde ich ja feiern irgendwie. Das wäre ja schon fast Rekord. Aber kann ich... Fast übrigens fast 140 km/h. Aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen, oder? Weil ich meine, ich bin losgefahren und gut, ich komme nicht über die 90 rüber, weil das ist so gesehen, ist das der Max Speed? Ja, Max Speed ist 90 miles per hour, aber dadurch... Dadurch, dass du ja häufiger hältst als ich, höchstwahrscheinlich werde ich höchstwahrscheinlich vor dir da sein. Also schätze ich mal. Wobei, ich weiß es nicht. Du fährst auch zwei Minuten früher losgefahren. Schwierige Sache. Hm. Ja, wenig Zugverkehr. Also ab und zu, aber irgendwie, ich glaube, ich hätte gedacht, um 8.31 Uhr noch ein bisschen mehr Zugverkehr, aber wahrscheinlich, wenn ich nach London reinkomme. Wo es ja nur die eine Strecke ist. Schade eigentlich, wenn man so die anderen Strecken noch hätte, dann hätte man richtig viel Verkehr, glaube ich. Gut, ich weiß gar nicht, ob das... Ich weiß gar nicht, ob das nicht animiert wird vielleicht. Wobei, wenn im Fahrplanmodus alle Züge, die fahren, man auch selber fahren kann, dann wird es vermutlich nicht animiert. Ja, aber nur auf der Great Western Railway. Nach Paddington führen noch ganz viele andere Linien. Ach, ich merke gerade, dass ich viel zu schnell bin. Warum sagte keiner was? Gut, jetzt könnte ich ein bisschen aufgeholt haben. Ich habe gerade einfach mal nicht darauf geachtet, dass es viel zu schnell war. So. Bleiben wir langsam an den Bahnhof ein. Da fährt noch ein Kollege raus. Vermutlich warst du das aber noch nicht, weil du bist doch nicht in Maidenhead. Nee. Also, nicht, dass ich wüsste. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich als regionalerer Zug noch als du nicht in Slough halte. Glaube ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob du an jedem hältst, aber ich weiß gar nicht, ob ich glaube, Slough ist schon einer, wo man meistens hält. Auch wenn man keinen Bummelzug hat, sondern nur einen Bummelzug. Geh mal wieder auf der Notbremsung raus. Danke. Der Bahnhof ist doch länger als gedacht. So. Ich war vorhin wieder ein bisschen schnell. Das kann mir nicht passieren. Ich war auf der komplett linken Spur, also von dir aus gesehen rechten Spur komplett. Ist die so langsam oder was? Darfst du nicht so schnell fahren? Nee, das liegt wahrscheinlich daran, weil ich halt einer von den Expresslinien so gesehen bin und deswegen halt nur an wenigen Stops halte. Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Müsste ich hier eigentlich reingucken können? Vermutlich ja, deswegen hätte ich vermutlich hier halten müssen. Hier sind so Bildschirme am Bahnsteig. Vermutlich hätte der Zug genau hier halten müssen, so dass ich als Lokführer in diese Bildschirme reingucken kann. Gut möglich. Weil ich weiß halt nicht, auf welche Streckenlänge das so betrifft. Also wenn du einen Slow hältst, dann wäre es ja sogar 1A. Also ich fahre jetzt gleich aus Maidenhead los. Okay. Also, wir werden es gleich erfahren. Ich habe noch 3,7 Meilen bis nach Slow.
Ich soll in 3 Minuten dort sein. Mal schauen. Warten Sie bis jetzt. Ja, was warten Sie jetzt? Ich halte jetzt nur noch in London Pelican. Okay. Ich halte nicht in Slough. Interessant. Oder bin ich an der Bahnhof vorbeigefahren? Kann ich. Glaube ich eher weniger. Das hätte ich, glaube ich, gemerkt. Oh, Ballon angehalten, 100 Meilen gefahren. 160,9 Kilometer. Also, ich habe noch 38 Kilometer bis. Was wenig Sinn macht, weil eigentlich laut Google eine Meile. 1,6, oder? 1,59 waren und ich es aufgerundet habe auf 1,6. Naja, egal. Also ich habe jetzt noch 37 Kilometer bis London Paddington. Das scheint tatsächlich so ein Vorortzug zu sein, der so die Vororte abklappert, so die Pendler dann einsammelt für London. Ne? Ja, das gibt's ja auch gut sein. Wenn du dann 2 Stationen nur anfährst und dann die in die Stadt reinfährst. Also ich vermute mal, dass wir uns gleich in Slough treffen. Das ist halt die Frage. Machen wir den ursprünglichen Plan, ziehen wir den durch? Weil das macht ja wenig Sinn, wenn wir unterschiedliche Stops haben. Stimmt. Ich hätte auch gedacht, dass ich nochmal halte. Ich meine, so gesehen. Ich hätte jetzt roundabout ganz rechts einen Fernverkehrszug, der du nicht sein wirst. Nee, Fernverkehr bin ich nicht. Also roundabout würde ich sagen, dass wir. Hoppala. Wie lange haben wir denn jetzt aufgenommen? Ich habe mein Outer City nicht rechts. Also ich bin bei ungefähr, sagen wir mal, ungefähr 16, 17 Minuten sind wir jetzt. Ey, und dann lass uns das doch in einer Folge machen. Ich hätte gedacht, ja, das ist länger. Weil, ich glaube, das passt. Also ich meine, zeitlich gesehen, wenn ich direkt losfahren, also von meinem Fahrplan-Schedule her, würden wir insgesamt nur, okay, hab ich so stark gebremst, oh, diese Bremsen, das muss man sich wieder neu zu gewöhnen, sind es knapp eine halbe Stunde Fahrt, von daher passt das. Also ich fahre jetzt durch einen Bahnhof, der eine Überführung hat. Der ist, glaube ich, zu klein für Slough, oder? Ich weiß nicht, wenn er viergleisig ist, also wenn er 4 Bahnsteige hat, dann nicht. Könnte das Slough sein. Ich habe 2 gehabt. Okay, dann nicht. Also Slough hat so ein. Oh Gott. Hat so ein. Ich kann doch auch 9 drücken, ne? Da sieht man das vielleicht ja auch. Ah, nee, leider nicht. Ah, jetzt ist gerade was an mir vorbeigefahren. Warst du das? Ich halte gerade. Also. Ach, unwahrscheinlich. Nee, weil ich habe gerade auf 9 gedrückt, in dem Moment sehe ich auf dem Bild, da fährt so der Regionalzug an mir vorbei. Ich dachte so, scheiße, jetzt genau den Punkt verpasst, weil du gerade auf 9 gedrückt hast. Hätte ich mich leicht in den Arsch gebissen. Nee, glaube ich nicht. Also ich habe es gerade erst gehalten. In Slough. In Slough, genau. Dann geht es jetzt nur noch Richtung Endstation. Mhm. Nee, da laufe ich nicht nochmal hin. Wir haben einen langen Zug, das sollte genügen. Oh! Waren sie im selben Shop shoppen oder wie? Partnerlook. Hast du Zwillinge gefunden? Ja. Mindestens. Wir fahren jetzt noch hier durch den Bahnhof, also irgendwie fahren wir jetzt überall durch. Aber wie gesagt, das ergibt ja wirklich Sinn, das gibt's ja wirklich so. So 2 Stationen anfahren, dann alle Leute einsammeln, die von denen nach London wollen und dann. Oh, das wollte ich nicht anzeigen, aber das ist gut zu wissen, dass es eine FPS und Mini, eine Ping-Anzeige gibt, wofür auch immer. Für FPS? Ja, vom Game her, also angeblich habe ich gerade, was aber wenig Sinn macht, weil es 45 sind, egal. Keine Ahnung. Könnte passen, Türen zu machen. Also du fährst jetzt los. Mal gucken, ob ich dich jetzt gleich hier. Genau, ich fahre jetzt los. Und habe noch 17 Meilen. Also quasi bin ich genau bei der Hälfte der Strecke. 17 Meilen? Da hätten wir aber schon dann vorbeikommen müssen, oder? Vorher waren es 18 Meilen. Also ich schätze mal, jetzt gleich. Oder es ist schon passiert.
Ich bin mir aber nicht sicher. Also weißt du, auf welchem Gleis fährst du? Also von deiner Richtung Im aus Moment gesehen? jetzt auf dem. Ich habe gerade ganz viele Weichen, wo ich lang fahre. Dann lösen sich die Gleise auf. Jetzt, glaube ich, auf dem dritten von dir aus gesehen rechts. Jetzt fahre ich durch einen größeren Eins, Bahnhof. zwei, drei. Da sehe ich dich, da bist du, glaube ich, gewesen, oder? Kann das sein? Ganz rechts? Okay, das kann gut sein. Ja, das kann sehr gut sein. Okay. Hast du jetzt mich auch gesehen gerade? Jetzt kommst du mir entgegen. War ja fast. Das war jetzt ja wirklich mal fast Punktlandung, ne? Das war nicht schlecht. Eins, zwei, drei. War, glaube ich, aber das vierte Gleis. Aber das sind gerade die Weichen, von denen du erzählt hast. Jetzt fahre ich Mensch. nämlich durch Slow durch. Ja, das war doch. Mensch, perfekt. Also, ja. Fast. Oh, das war nah am Bahnsteig. Da hätte ich mich in Realität nicht hingestellt. Es war perfekt, aber nicht Bullseye perfekt. Ja, das nächste, wo wir jetzt, glaube ich, bisher dran gekommen sind. Weiter besser haben wir es, glaube ich, noch nicht geschafft. Glaube auch. Ich glaube auch. Ich glaube, davor waren wir halt bei Rapid Transit, glaube ich. Ziemlich close. Transit, echt? Ich glaube schon, dass wir irgendwann uns mal so im Abstand von einer halben Minute oder so zumindest begegnet sind. Also, das war so das Top-Ding, woran ich mich zumindest erinnere. Aber das war ja schon echt sehr impressive. Was können wir uns mal wieder selbst auf die Schulter klopfen? Ja. Einbildung ist auch eine Bildung, ne? Ja, immerhin gebildet. Oh, ist aber auch schön hier. Auf der linken Seite. Auf Den Zug meiner. so Auf von meiner. außen noch gar nicht so richtig angeguckt. Ich fahre die ganze Zeit in meiner Sicht. Ja. Muss halt nur vor London aufpassen, dass ich da nicht mit in Richtung Kopfbahnhof zu schnell reinfahre. Wenn Ja. da Gleise liegen, die mich runterbremsen. Also jetzt nicht, weil wir keine Zugsicherungssysteme haben, aber sonst rein theoretisch schon. Jetzt bin ich noch gespannt, wer jetzt als erstes am Ziel ankommt. Vermutlich du, ne? Du hast sehr wenig gehalten. Obwohl, nee, ich habe auch nur Nee, zweimal gehalten, ne? du hältst ja auch nur noch einmal, ne? Ich halte Also. jetzt nur noch an meinem Paddocken. Ich hab keine Ahnung. Aber was sollst du denn da halten? Fragen wir mal so. 8:57 Uhr. Oh, dann bin ich 5 Minuten vor dir da. What? Krass. Jetzt interessiere mich gerade, wie ich jetzt. Okay, ich war 8 Sekunden zu früh, so gesehen, in Slow. Also. Zwar nicht perfekt, da sind aber 5 Punkte flöten gegangen. Beim Halt, aber. Habe ich, glaube ich, zu früh gestoppt. Wie viele Punkte hast du bisher? Ich habe bisher 3635. Ah, gut, ich habe ja schon einmal gehalten. 4.286 habe ich jetzt. Ja, genau, du bekommst ja, Aber du hast ja die Möglichkeit insgesamt, also wenn du perfekt hältst, hast du ja die Möglichkeit 1000 Punkte zu bekommen. Also einmal 500 fürs Halten und dann 500 fürs Einsteigen lassen. Also von daher. Und ich war ja vorhin auch eine ganze Zeit lang viel zu schnell, weil ich nicht aufgepasst habe. Okay. Ich muss schon sagen, es ist schon echt schön, so hier in England zu fahren. Ich meine, man, also ich vermute einfach mal, dass man auch teilweise hier sieht, dass die Strecke entweder geplant ist, auszubauen auf eine Elektrifizierung. Also ich sehe zumindest hier solche Masten, wo ich sagen würde, okay, da könnten Stromkabel hängen. Also tun sie zwar nicht, aber es bestünde die Möglichkeit. Ja. Ich habe immer gedacht, die laden dich nach, weil guck mal, hier sind auch so Dinger dran teilweise. Vielleicht laden die Stromlinien ja von denen nach, aber kann auch wirklich sein, dass die das nachgebildet haben, als das im Bau war. Ich vermute es mal, also weil ich weiß gar nicht. Weil das sind ja eindeutig Strom abnehmen, also so Hängestrom-Ding. Also Dinger, wo man die Stromleitung ranhängt. Ich bin mir Wundert man gerade sich, glaube ich, unsicher, nicht ob wegen ich der irgendwie. Fachsprache. Die sind ja anders drunter.
Ich bin gerade überlegen, ob ich vor längerer Zeit ich muss gesehen habe, wo ich die ganzen Videos und so weiter von den aktuellen Zügen oder zukünftigen Zügen, die geplant sind für 2000 irgendwann, irgendwas bei den 2020ern oder so, ob da auch England dabei gewesen ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin mir unsicher, ob England irgendwie auch einen Meinst du jetzt in elektrischen Theorie oder in Highspeed, ja, Realität? in Realität. Also TSW, da weiß ich nicht, ob, ja gut. Roadmap maybe. Wobei, wo habe ich denn eine Roadmap neulich mal gesehen? Also, ich habe irgendwo eine Roadmap gesehen gehabt. Ich weiß aber nicht mehr, ob das jetzt. Nee, das war von On the Road, glaube ich. Aber ja. Ja, On the Road ist ja auch so ein Ding, was ich wollte. Das habe ich ja auch. Ich wollte das immer auf meinen Kanal bringen. Und mir erschien das immer noch so, weiß ich. Hat mich noch nicht so abgeholt, das Spiel. Ja. Aber ich beobachte es. Also ich habe es mir sogar schon gekauft. Ich beobachte es, ich habe es gekauft, aber ich spiele es, hab's halt noch nicht auf dem Kanal gehabt oder so. Naja. Du hast es, glaube ich, mal auf dem Kanal gespielt, ne? Mehrere Folgen. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube so. Ja, über 10 Folgen. Ich bin noch im Überlegen, ob ich da nochmal wieder reinschaue, weil zum letzten Stand ist halt immer noch was Neues dazugekommen. Aber das große Problem ist halt, dass halt immer noch die Steuerung, auch vor allem so für Tastatur und auch für den Dings, fürs Gamepad war es halt auch Telefon? schwierig. Also schwierig, also das war eine richtige Challenge. Ich meine, du konntest fahren, aber es war, Aber sag hier, ich guck mal, hier mal. sind in dem Bereich, wo ich langfahre, sind zum Beispiel Oberleitungen gerade. Okay. Also kurz vor London irgendwie. Na gut, boah. Bin ich nie jetzt, also kurz vor London, ich habe noch 15 Kilometer bis Paddington. Aber London ist ja auch groß. Das ist ja den Aber gut. Großraum London, da gibt es ja Man City muss of halt auch London. sagen, es macht halt, also es ist halt schon verständlich, also das, also in gewisser Weise, ja, ist es verständlich, also in gewisser Weise ist es verständlich, dass so gesehen die Kohlenation auf Diesel noch fährt oder viel auf Diesel fährt. Die sind schon ganz schön am Elektrifizieren, ja. Aber die britische Eisenbahn hatte ja auch noch größere Probleme als die deutsche, glaube ich. Also die hatten ja wirklich. Da ist ja Margaret Thatcher einfach mal mit dem, jetzt will ich nicht zu politisch werden, aber einfach mal mit dem neoliberalen Hammer durchgegangen und gesagt, so, alles was hier wird alles privatisiert, alles weg damit. So wie ich das. Ich bin nicht so der größte Experte, was britische Politik angeht und will keinen Scheiß erzählen, aber so glaube ich, ist das so. Ja, Ja, die haben ja noch gut. viel größere Privatisierungswellen gehabt und so. Boah, ja, puh. Dazu weiß ich alle ehrlich gesagt nichts. Damit habe ich mich bisher noch nicht so wirklich beschäftigt. Also was ich mich höchstens bei der britischen Eisenbahngeschichte irgendwie, womit ich mich beschäftigt habe, waren eher so Zugunglücke. Also wo ich so gesehen AWS und hier die Driver Safety Device eingeführt wurde. Ach, du hast da mal in der Folge von dir darüber geredet, oder was? Nee, nee, also ich habe mal irgendwann ein Video mal. Ich glaube, ich wollte halt. Oh Gott. Das war ein Lag. Glaube, auf der Strecke gab es. War das nicht sogar die Strecke mal irgendwo, wo man Oh, auf dem ein Güterzug. Fernverkehrszug mal verunglückt ist oder so? Ah, ich weiß es nicht mal. Irgendwo ist Also irgendwo mal. rund um London, da ist auch mal vor, ich glaube in den 90ern, 98er, also mal. So einer von diesen Fernverkehrszügen, die man da immer sieht. Ich glaube irgendwo mal. Was war denn da? Ist der doppelt zueinander gefahren? War auch relativ viel Tote. Also ich finde es ja. Oh, das war schon kein Leck mehr. Das waren. Aber insgesamt ist Eisenbahn das sicherste Verkehrsmittel? Ich glaube ja. Also Flugzeug oder Eisenbahn? Aber ich habe manchmal Flugzeug gehört, manchmal Eisenbahn. Ich glaube eher zu. Ne? Ich weiß es gar nicht. Also ob's da, ja. Also ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall Das beides Ding ist, das Ding wesentlicher als ist. Autofahren. Das Ding ist, finde eine Studie, muss erstmal eine Studie finden, die halt irgendwie komplett unabhängig ist und nicht über irgendwelche Ecken von irgendeiner
Firma, die irgendwo mit irgendwelchen Sachen da mit drin hängt. Das ist ja wirklich ein finanziert Problem unserer wird. Zeit. Ja. Weil auch Wissenschaft nicht neutral ist, unbedingt. Die haben auch Auftraggeber und Geldgeber und so. Also ich behaupte einfach mal, dass der Verkehr über Schienen und über die Luft sicherer ist als über die Straße. Ja, das ist no question. Und zwar deutlich. Und Autofahren ja, ist viel gefährlicher. Schiff ist, finde ich, auch schon wieder ein bisschen schwieriger. Aber Schiff ist, glaube ich, aber auch schon gefährlicher als die Sachen, glaube ich. Ja, denke ich mal. Ich meine, gefällt zu viele Möglichkeiten. Also, na gut. Kommt doch an, was du mit Schiff meinst, ne? Ob du jetzt europäische Fähren meinst. Ich meine jetzt so gesehen komplett global. Ich will jetzt kein Land beleidigen, aber in irgendwelchen, ich sag mal, ein bisschen ärmeren Regionen, wo dann welche mit so einem kleinen Kahn durch die Gegend schippern, dann ist logisch, dass da mehr passiert, ne? Aber ja, also ich meine jetzt schon so gesehen, modern. So gesehen. Oh, ich bin gleich da, eieiei. Ja, 5 Minuten hast du. Nee, Quatsch, 3 Minuten hast du noch, ne? Du hast 5 Minuten, kommst du vorher an. Ja. 2 Minuten. 2 Minuten noch. Wenn du 57 ankommen, müsstest du 52 ankommen, ne? Genau. Oh, gelbes Signal. Ja, wahrscheinlich, weil du da Geld halten musst. So. Vielleicht muss ich gleich auch ein bisschen meine Eisen gehen. Gelbes Signal von Prellbock. Soll ich auch nicht rein donnern. Prellböcke ist immer doof reinzufahren. Ja. Kriegt man die Züge so schlecht wieder raus. Oh, das war nicht auch mal so. Könnte ein besser werden. Es gab mal in Paris einen Zug Unglück. Da ist dann auch ein Zug, so ein Nahverkehrszug in den Bahnen. Das war auch irgendwie einer der Pariser großen Bahnhöfe, die sind ja auch rund um die Stadt verteilt. Großen Kopfbahnhöfe und ist da einfach reingeknallt. Aus dem Grund, da hat eine Frau die Notbremse gezogen, die Frau hat die Notbremse gezogen, weil sie nicht wusste, dass der Zug da nicht hält. Und sie hatte Angst, dass sie nicht aussteigen kann und ihr Kind abholen kann. Irgendwie war auch irgendwie 90er oder so. Angst um ihr Kind. Und hat die Notbremse gezogen. Und hat dann, hat den Zug darauf verlassen, was natürlich eigentlich verboten war, aber das, ne? Und dann hat der Schaffner den Zug wieder in Bewegung gesetzt und hat irgendwie vergessen, die Notbremse vernünftig zu lösen. Und dadurch hatte der Zug keine Bremswirkung mehr beim nächsten Halt. Und wenn du dir das mal vorstellst, wie mies das ist, dass die wollte, hat eigentlich nur aus Sorge aus ihrem Kind, was er natürlich nicht macht, die Notbremse gezogen, ist ausgestiegen an der Station, ne? Mhm. Weil sie gemerkt hat, dass der Zug da nicht hält. Und hat dadurch verursacht, dass da richtig auch viele Tote passiert sind, weil der Schaffner dann die Zugbremse nicht wieder vernünftig gelöst hat. Ne? Das ist halt so richtig Butterfly-Effekt. Ja. Also so, dass eine Handlung die nächste auslöst und so weiter und so weiter. Ne? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, aber ich meine, dass es bei dem Unglück, wodurch dann AWS oder halt die Driver Safety Device oder beides ins Leben gerufen wurde, so gesehen. Ich glaube, da ist ein Schnellzug in einen Kesselwagenzug gedonnert und ja. Ja, das ist auch mal. Ne? So ein Feuerballjunge. Auch nicht ungefährlich. Nee. Auch so gab es da gibt es auch so schlimme Sachen. In Deutschland gab es das auch irgendwann mal. So ein Unglück, das war, glaube ich, in der ehemaligen DDR, wo wirklich so ein ganzer Stadtteil, oder was, in 90, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall, ich glaube, Gebiet der ehemaligen DDR, auf jeden Fall, da ist irgendwie ein Kesselbrandzug in Brand geraten, oder in Kanada war es mal richtig schlimm, weil es eine ganz halbe Stadt abgefackelt. Oh ja, dort, ja, ja, ja. Weil da diese... Wo da welche sich gelöst haben, ne, und dann so gerollt sind. Ja, genau, wo die weggerollt sind, ja. Das war auch echt heftig. Richtig mies. Ich bin auch gleich da. Du stehst schon im Bahnhof, ich, ne? Stehe, schnapp die Tür schon offen und lass schon die Leute rein. Fährst ja, der Kollege fährt ja noch weiter bis nach Oxford. Genau, der fährt nach Oxford.
Ja. Und auch gebaut fleißig. Landen. Ich frage mich, ob sie irgendwann mal eine aktualisierte Version machen, wenn die wirklich noch hier ausgebaut wird. Ich hoffe ja immer noch, dass sie irgendwann mal Strecken miteinander verbinden. Das wäre schon eine nice Sache. Das ist so. Ich meine, in Deutschland wäre natürlich doch cooler, aber auch hier irgendwie in Großbritannien, dass du dann von Paddington aus in mehrere Richtungen fahren kannst. Das fände ich auch schon cool. Ja, das stimmt. Das wäre schon nice. Dann schauen wir mal, wo der Zug wahrscheinlich jetzt hier wegfährt. Machen wir mal die Türen zu. Ach, lässt, guckst du gerade deinem Kollegen hinterher? Genau. Also vermute ich mal, ich hoffe mal, dass der weiterfährt. Und er wohl nur so dumm hier stehen bleibt. Ich glaube, die fahren weiter. Ich bin jetzt auch gleich da. Ich rolle gerade aufs Vorfeld des Bahnhofs, sag ich mal. 40. Das Signal ist halt immer noch rot, ne? Also ich vermute schon mal, dass der nicht weiterfährt. Oder lange braucht zu warten. Ich habe da auch schon mal einen gehabt, der dann noch weiter gefahren ist. Ist das hinten ausgefahren weiter. Ich kann es aber nicht genau sagen, ehrlich gesagt. Wäre natürlich schön realistisch, ne, wenn die dann noch weiterfahren würden. Das wäre schon nice so, ne? Ich meine, ist ja schon. S-Bahn kann man es nicht wirklich nennen, aber. Nee, das ist schon eine regional. Ja, regional, ja, ja. Ja, es wäre nice, wenn es hier weitergehen würde. Also. Oh. Sicherheitssignal hinzugefügt. Mensch, heute habe ich einen Lauf, was es betrifft. Da ist der gerade vorgerollt. Gerade so einen leichten Herzkasper bekommen. Der rechts von mir einen Zug fuhr. Und der ist langsam vorgerollt. Das sah zumindest kurz so aus. Ich dachte gerade, der jetzt nämlich rein. Das wäre was Neues. Aber bisher. Das habe ich bisher nur einmal im Train Simulator reingekriegt. Da bin ich aber dann in den Zug reingefahren. Okay, so, irgendwie. Da stehen wir. Schade. Also irgendwie blockiert der einfach weiterhin das Gleis. Sollen die Leute nochmal einsteigen lassen? Ich gehe jetzt mal in Auswertung einsteigen. Mal kurz sehen. Deine Auswertung ist wahrscheinlich schon durch, ne? Die kriegst du dann ja. Ja. Ich hatte 6000. Hast du viel Bockmist gebaut oder? Nö, nee, eigentlich nicht. Ich hatte eigentlich gar keinen Bockmist gebaut. Also von Geschwindigkeiten. Nee, ich glaube, wie gesagt, einmal bin ich viel zu schnell gewesen, habe ich nicht drauf geachtet, aber sonst sollte es bei mir auch. Aber ich meine, ich hatte ja immer die Möglichkeit, ich hätte ja höchst. Die zugelassene höchste Geschwindigkeit für den Streckenabschnitt waren 125 Miles per Hour, aber mit einem Topspeed von 90 Miles per Hour habe ich es natürlich nicht erreicht. Mhm. Obviously. Es ist schade, dass er nicht weiterfährt. Aber gut. Ist halt wie es ist. Oder die fahren halt im wirklichen Aufenthalt. Kann ja sein, dass der irgendwie auf dem Anschlusszug wartet jetzt. Als Umsteigemöglichkeit. Gibt es ja öfter. Möglich. Möglich ist es. Ich hab keine Ahnung. Ich bin einfach mal so frech und sage, ich bezweifle es. Mhm. Wohl geht sogar da vorne. Wo war ich denn, dass die Stelle hier vorne war? Es geht. Die Zeit lang bin ich nicht lange zu schnell. Bisschen. Naja, was sonst. Ah. Streckenabschnitt. Ja, 7098 Punkte. Wo hast du gehalten? Du hast ein. Twyford Court, ein Maidenhead und dann bist du durchgefahren. Dann vom Maidenhead durch. Okay. Oh ja, Maidenhead 63 Meter. Keine Genauigkeit war nicht so gut, aber die anderen 3 und 8 Meter ist in Ordnung. So, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und tschüss. Tschüss.